quasi am Ende meines letzten Stadtspazierganges, nämlich nach der Naglergasse, beginne ich in der Bognergasse mit einem neuen Stadtspaziergang. Zunächst mal hier bei der Engel-Apotheke. Vorbei am Schwarzen Kamel, das ja eigentlich ein Lokal ist und nicht ein Tragtier. Und wenn ich dieses Verkehrszeichen jetzt mal beinhart ignoriere und rechts abbiege, dann kommen zunächst mal jede Menge starker Frauen ins Bild. Und noch ein paar von dieser Sorte, wenngleich etwas leichter bekleidet. Mit diesem jungen Mann, der kein Moor mehr sein darf, weil es nicht rassisch perfekt wäre, wissen wir sind am Graben, denn hier hat auch der Yu Mai seine Zentrale. Am Graben war hier tatsächlich früher ein eben solcher, nämlich der des römischen Militärlagers Vindobona. Und weithin beherrscht den Graben natürlich die Pestsäule. Hier noch einige Details vom Graben. Am Ende des Grabens, fast schon beim Stephansplatz, befindet sich das Palais Equitable, dessen Portal von einer wunderschönen Figurengruppe gekrönt wird. Fast Food und Süßes in einem der schönsten Häuser der Stadt und jenes Haus in unmittelbarer Nähe des Steffel, den wir allerdings heute nicht besuchen werden, sondern einen anderen Stadtspaziergang dorthin unternehmen werden. Am Graben befindet sich natürlich auch das Haashaus bzw. am Graben und am Stephansplatz. Ein Blick in die Dorotheagasse lohnt sich hier ebenfalls, die vom Graben abzweigt. Weniger vielleicht wegen dieses Beisels, sondern wegen dem Namen, der darüber steht, Café Havelka. Der Schauplatz des berühmten Nockerten. Und durch diese Türe könnte er hineingeflitzt sein. Der Textillose von Georg Danzer. Jüscha, Sosa, Jesus na, was macht der Nockerter im Havelka? Ja, und sie bleibt unbeeindruckt von all den Passanten rundherum auf der Suche nach etwas Fressbarem. Durch eine weitere kleine Seitengasse, die Jungferngasse, sehen wir hier die Kuppel der Peterskirche und schwenken ganz gemütlich hinunter zum Hauptportal, durch welches wir dann gleich in die Kirche eintreten werden. Für den Bau dieser hochbarocken Kuppelkirche zeichnete niemand geringerer als Lukas von Hildebrand verantwortlich.
Was wäre Wien ohne die berühmten Fiaker? Und hier steht ein solches Zeugel, wie der Wiener auch dazu sagt. Nanu, ist dieser Herr ein Überbleibsel vom römischen Lagergraben oder vom römischen Lager Vindobona? Was bewacht er denn hier? Er bewacht einen Geheimtipp. Was heißt Geheimtipp? Eine ganz gute Adresse für alle, die über die Wiener Geschichte ein bisschen unterhaltsam informiert werden wollen. Das Haus, in dem diese Time Travel Magic Vienna History Tour beheimatet ist, beeindruckt übrigens durch sehr schöne Figuren über den Portalen. Durch einen der vielen Durchgänge zwischen Wiener alten Häusern gelangen wir dann schön langsam, aber sicher ins Regierungsviertel. Über den Michaelerplatz, den wir ja schon im Rahmen unserer Hofburgtour besichtigt haben, vorbei an der gastronomischen Variante unserer Bundesregierung, erreichen wir schließlich den Minoritenplatz. Der Bundesadler über dem Portal dieses Gebäudes verrät uns, dass es sich natürlich um ein Regierungsgebäude handelt, in diesem Falle das Bildungs- und Wissenschaftsministerium, das sich genauso wie jenes barocke Palais am Minoritenplatz befindet. Hier ist natürlich das Portal schon einmal alleine den Ausflug wert. Am Minoritenplatz ist natürlich auch die Minoritenkirche zu finden. Jene mächtige Kirche mit dem charakteristischen Turmstumpf. Betreten wir also durch dieses gotische Portal die Kirche selbst und entdecken dort jenes Gemälde, dieses weltberühmte von Leonardo da Vinci als Kopie in Originalgröße an der Innenwand. Da der Minoritenplatz zum Regierungsviertel gehört, haben wir hier natürlich ein weiteres Ministerium, jenes für europäische und internationale Angelegenheiten. Das Denkmal Leopold Figls, jenes großen österreichischen Staatsmannes. Jenes von Clemens Maria Hofbauer, dem Wiener Landespatron. Das Denkmal des Malers Rudolf von Alt, jenes berühmten Biedermeier-Landschaftsmalers und natürlich auch einen Franz von Assisi, der hier in etwas modernerer Form dargestellt ist. An der Rückseite des Palais Ferstl entdecken wir in der Herrengasse den Eingang des berühmten Café Central. Durch das Landhausviertel, benannt nach dem niederösterreichischen Landhaus, das sich in der Herrengasse befindet, trete ich dann meinen Heimweg von diesem Stadtspaziergang an und präsentiere euch noch einige
interessante Ansichten und Details von den dort stehenden Häusern.